Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bioshock. Vielleicht Finale. Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Boah, fuck, das ist creepy, Alter. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Jetzt muss ich den Typen auch noch erstmal suchen. Finde und aktiviere die Schutzschalter. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Aber eigentlich dürften hier unten gar keine Gegner sein, weil wer sollte hier unten sein? Die Splicer können nicht unter Wasser und das ist der einzige Weg, hierher zu kommen unter Wasser. Arrestzellen. Ja. Also eigentlich dürfte ich hier unten nicht wirklich kämpfen müssen. I hope so at least. Wow, das hat sich creepy angehört. Und das, was auch immer da im Hintergrund ist, hört sich auch creepy an. Ich höre das elektrische Zischen. Wo ist der zweite Schutzschalter? Hier. Finde, aktiviere den Hauptschalter. Okay, Tagebuch anhören. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Es gibt hier viel zu viele Gänge und im Dunkeln muss man jetzt nicht überall hingehen. Da müssen wir jetzt nicht überall hingehen. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Ja, wir sind Obsession. Aber da brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich was. Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. No. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt. Also oh, Eleanor. Mich. Oh, never mind. Ja gut, warum sollte die auch das hellste Köpfchen sein? Das war ja noch ein fucking Kind. Wow, das sieht creepy as fuck aus. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Sammle 4 Adam durchsetzte Pflanzen. Okay. Gut, dass ich noch nicht in die anderen Gänge gegangen bin, weil anscheinend muss man da jetzt. Ach so, dafür muss ich wahrscheinlich auch unter Wasser gehen, oder? Ach so, hier kann man gar nicht. Ach so, lol. Hä, geht's da nicht weiter? Hey, ich hätte jetzt safe gedacht, dass es die hier sind. What the fuck? Die haben ja sogar einen Namen, aber irgendwie nicht. Ja doch, wahrscheinlich muss ich unter Wasser gehen. Hätte ich jetzt gemeint, aber irgendwie. Alter, das. Die Kisten haben doch nie so ein Geräusch gemacht und jetzt plötzlich machen sie es. Hä? What? Da muss ich. Ja, ich muss wahrscheinlich unter Wasser wieder. Dann muss man dahin, wo ich hergekommen bin. Das ist ja voll blöd, dass man dann nochmal zurück muss. Oder bin ich gerade einfach nur zu blöd? Aber in den Pflanzen steht nicht da, dass ich sie irgendwie sammeln kann. Ach, hier kann ich auch nicht? Hä? Wait, what? Diese erste Pflanze findest du auf der Hauptsteuerungskonsole im Hauptatrium. Ah, lol, die leuchten so. Nein, nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen. Ach so. Die erkennt man so, dass die so hart leuchten. Also. What? What the fuck? Wo kommt der her? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Noch einer. Biatch. Hör zu, mein Junge. Hallo, jetzt. Die ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Okay, what the fuck sind das für Pflanzen, Alter? Hypnotische Polypen Gegner machen. Hypnotische Polypen machen Gegner wütend. Okay. Ach, kann ich meine Schusswaffen jetzt wieder benutzen eigentlich? Nicht, oder? Ja. Tagebuch. LOL, das ist ein fetter Anzug. Das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Okay. Ah, da ist die zweite Pflanze. Nice. What war das für ein Geräusch, Alter? Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. What? Lol. Warum bin ich hier reingegangen wieder? What the fuck? Du Tier! What? Warum sehe ich nichts? What the fuck? What the fuck is happening? Lol. Ach, jetzt ist wieder offen. Na, ist nicht. Ups. Hey, waren da gerade nicht zwei Big Daddies? Wo ist der zweite hin? Gut, dass sie es selber geblendet haben mit dem Scheiß. Hallo. Jetzt habe ich gerade aus Versehen zwei Verbandskästen genommen. Wow, was für eine krasse Falle. Drei Gegner. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Lol. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Leute, see my little sister. Dein Körper beginnt sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Wow, der ist stark. Beziehungsweise der hatte viel Leben. Komm her. Komm zu Daddy. Daddy. Daddy cool. Daddy. Daddy cool. Ich hab die ganze Zeit volles Geld, Alter. Kann ich mich immer für Geld heilen, statt Verbandskästen zu benutzen. Ich bin einfach so ein rich motherfucker. Aber es liegt auch nur daran, dass ich mir nichts mehr kaufen kann, weil ich keine Waffen mehr benutzen kann. Benutzen wir mal ein anderes Plasmid. Irgendwie ist das auf Dauer langweilig. Benutzen wir mal Abfuck in 2, das habe ich gleich noch gar nicht gegen Gegner benutzt. Sterbt! Sterbt! Verbrennt! Burn! 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 Das macht überhaupt keinen Schaden, what the fuck. Das ist garbage, what the fuck. Warum sollte man das Feuer benutzen? Das ist voll scheiße. Feuer ist voll scheiße. Vor allem, ich habe hier dreimal auf diese scheiß Pizze ge... Are you fucking kidding me? Are you fucking serious? Ich habe dreimal auf diese Pfütze mein Feuerplasmid gemacht und sie hat sich einfach nicht entflammt. Ist okay, Alter. Lol.
Lol, what the fuck? Da ist ein Geschütz und ich sehe es nicht. Was mache ich eigentlich? Cool. Oh lol. Wärmesuchende Raketengeschütze. Genau. Ja, soviel zum Feuerplasmid. Okay, hier ist zu. Der Pfeil zeigt auch zur anderen Tür. Keine Ahnung, wo ich hier hin bin. Dann noch einer, what the fuck? Hey, seid ihr blind oder dumm? Na gut, nice. Wait! Scheiße, der hat, glaube ich, gar nicht mich angegriffen. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, er hat mich angegriffen. Was kann ich jetzt mit der machen? LOL! What the fuck ist das? LOL, was? Mark Meltzer? Wait, what? Mark Meltzer? Das war doch einer von den Carrick. Das war doch der, der seine Tochter auch gesucht hat. Die Christine oder wie der heißt, wie die hieß. Wait, what? Mark Meltzer, my boy, wurde zu einem Big Daddy. What the fuck? Das wurde mit keinem Wort erwähnt, oder? Der wurde nur in der einen Tagebuch, in der letzten Tagebuchaufnahme von ihm, wurde er irgendwie gefangen genommen oder so. Oh, na gut, okay. Makes sense. What? Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Oh, ist das süß. Und schwul irgendwie. Kitschig. Okay. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbe... Warte kurz. Ich gebe mir mein Geld aus, weil ich so viel davon habe. Und hier hat man sie verändert. Oh. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Ach, so kommt man da runter. Ah, ich kann die retten und mit... No! Der Alarm! Oh mein Gott, ich Vollidiot. Ah, ich kann auch Auto-Eckpfeil gleich benutzen. No problem. Gern geschehen. Warte, dann holen wir uns die auch noch und holen uns direkt das auch 80 Adam. So kann man sich natürlich auch Adam gönnen, wenn man einfach die Little Sisters direkt rettet, ohne sie irgendwas sammeln zu lassen. Oder was wird das jetzt für eine komische Musik? Die kam, glaube ich, noch nie. Ja, direkt noch eine retten. Direkt noch eine. Direkt noch eine. Mach mal eine kleine Warteschlange. Na, los, jetzt machen wir eine kleine Warteschlange. Und holen wir noch eine. Holen wir noch eine. Jetzt sind sie nicht so alleine. Jede Little Sister getroffen. Hat gerade der Rumschaft freigeschaltet. Oh, jetzt kommt eine Big Sister. Fuck. Und hier ist ein Waffen-Upgrade hier drin. Da kann ich ja rein. Oh, das brauche ich mir. Das brauche ich, bevor die Big Sister da ist. Oh, oh. Fuck. Hatte ich hier nicht irgendwo ein Geschütz gehackt? Fuck. Fuck! Ich vergesse immer, wie stark die sind, wie viel Leben die haben. Und dieses Rumgejumpe, Alter. Bitch. Schade, ich das an. Die muss ich halt richtig verprügeln. Holy fucking shit. Wenigstens gibt die $65. Ach, das war die Tür. Warum sind hier zu viele Gegner? Wow. Der hat sich gerade selber eingefroren, indem er mich angegriffen hat. Wow. Ach, das Munitionsautomat ist langweilig. Heilige Scheiße. Die wollen mich wirklich ausziehen, die Boys hier. Okay, ich verstehe, ich bin schon ein verdammt sexier Big Daddy.
Ich finde das so krass, dass ich... Oh, Big Sister Tagebuch. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Hoffentlich sehe ich auf der Erdoberfläche neue Sisters geholt. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Ah, doch, ich glaube, ich mache dir schon Angst. What the fuck? Als ob der jetzt da oben ist, what the fuck? Ach komm, nerv mich jetzt nicht. Ich wollte gerade die Folge beenden, weil wir jetzt doch noch ziemlich weit kommen. Ah, Leute, das hier ist das Gefängnis quasi. Nein. Das ist interessant, Mann. Okay. Ja gut, aber hier geht's beim nächsten Mal weiter, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.